eigentlich unsere Männer. Weil, ja, ja, drüben sitzen, weil das war ein Geburtstagsgeschenk zum 60. Von ihrem Mann? Genau. Und ja, und wir haben ihn spontan begleitet. Tja, ich denke mir so, ganze Leben lang Metal, ganze Leben lang Festivals, Schlamm, Dreck, Staub, Bier ist teuer. Tja, was soll ich noch so sagen? Man hat ein anderes Feeling erleben. Ich mag die Musik eigentlich gar nicht. Ich habe mein Leben lang noch kein Metal gehört. Aber meine drei Freunde, die haben diese Tour geplant. Und ich habe erst gesagt, Jungs, das ist nichts für mich. Und dann kam mein 30-jähriger Sohn und sagte, wenn du das nicht mitmachst, das wird dir leid tun, das fällt dir irgendwann auf die Füße. Ich habe noch nie eine Schiffsreise gemacht, war aber auch schon auf vielen Festivals. Und mein Onkel kam auf die Idee, das zu machen. Und dann dachte ich, probieren wir das einfach mal aus. Na, wir machen hier sowas zur Tradition und machen hier unseren jährlichen Familienausflug. Wir wollten das schon immer mal machen. Ich habe aufgehört zu rauchen und das Geld gespart. Und jetzt haben wir das Geld beisammen und jetzt machen wir das. Also ich mich auf Do. Ich auch. Das ist eine schwierige Frage. Ich habe vieles schon gesehen, was jetzt auch da ist, aber meist wirklich auf Hämatomen und auf die Doro. Auf wem ich mich am meisten freue? Hämatom, Gräfdigger, weil die kommen aus der Ecke, wo ich daher komme. Die habe ich schon mindestens 5-mal gesehen. Also ich freue mich tatsächlich auf Doro und auf Hämatom. Genau. Essen, trinken, die geilen Bands. Und einfach, ja, einfach mal Tag sein lassen und richtig geile Fahrt machen. Ja. Ja. Ja, und den Rest meines Lebens werde ich wahrscheinlich auch mit Metal beenden.